Hallöchen und willkommen zurück bei Hollow Knight. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist ziemlich schockierend hier einzusteigen. Hallo! Na gut, er verkauft ja nur ein paar fragile Gegenstände. So fragil, wie er auch selber ist. Ach man. Ja, willkommen zurück bei Hollow Knight. Wir machen weiter und sind hier in der, ne, ihr wisst schon, in der Pilzöde und müssen da unten noch den ganzen rechten Flügel erkunden. Ich mach mal hier schon mal die Kamera an. Ich weiß gar nicht, kann ich eins dunkler machen? Ist schon echt hell. Und es ist schon spät. Und so ein bisschen Schlafmodus-mäßig, ne? Ihr kennt's. Ich plane aktuell morgen mal eine Streamaufnahme zu machen. Gucken wir mal, was war denn? Ah, okay, da kommen wir noch nicht hin. Was ist hier? Oh Mann, Mann, Mann. Oh fuck. Okay. Fuck. Okay, ein bisschen offensiv gerade. Anfangen und direkt draufkloppen hier. Okay, so. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo wir auskommen, ne? Vergessene Wegekreuzung. Okay, das müsste jetzt irgendwie eine Verbindung gleich werden, oder? Und warum kam ich hier vorher nicht hin? Ich verstehe gerade nicht, wo hier das Problem jetzt war. Hier waren wir doch. Also warum kamen wir hier vorher nicht hin? Hier runter kamen wir vorher auch schon. Ah, hier war die Sackgasse. Okay, guck mal. Jetzt macht's Sinn. Der Weg unten, den ich schon gesehen hatte, der führt nämlich hier rüber und hier runter. Was ist hier? Nichts. Ich traue den Höhlen nicht so richtig, die so komisch leer sind. Okay. Pilzöde. Aha. Wisst ihr, das ist doch wieder... Hier waren wir ja, aber ist hier eigentlich irgendwas an diesem verdächtig aussehenden Wasser? Ja, guck mich nicht so an. Hätte man ja nicht wissen müssen oder können. So, runter, runter, runter. Okay, und hier nach rechts. Okay, mal gucken. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Unbekanntes Gebiet. Oh, das ist immer gemein. Ich
finde es immer so ein bisschen gemein. Die tun uns ja alle eigentlich gar nichts, ne? So, hier ist irgendein Tor, das ist aber verschlossen. Okay. Okay. Das war jetzt auch nicht so sinnvoll, glaube ich. Okay, das hier ist nicht auf der Karte drauf. Wir gedenken des Ältesten. Wir gedenken des Ältesten. Na, okay. Grab des Ältesten, okay. Brauchen wir vielleicht später nochmal, weiß ich nicht. Okay. Wie gesagt, keine Ahnung. Ups, boah. Es ist aber auch krass, ne, mit diesen Explosionen. Okay, nach links und dann wieder runter. Was? Klopf. Ah, die winzige Schritte einer winzigen Kreatur. Du siehst wie ein Abenteurer aus, also haben wir viel gemeinsam. Du suchst nach gefährlichen Orten, ja? Nun, da bist du auf dem richtigen Weg. Eine langhalsige Kreatur hat mich vor einem Stamm an der Tiefe gewarnt. Krieger, so sagt sie. Und mich dürstet es förmlich nach einem richtigen Kampf. Mach's gut, mein abenteuerlicher Freund. Bleib am Leben, auf dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Okay, Klof, ich mag dich. Ich mag dich wirklich sehr. Sehr sympathisch. Ich bin überrascht, wie schnell mir die Charaktere hier ans Herz wachsen. Das muss ich euch sagen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Okay. Dann müssen wir vielleicht doch von links kommen. Ne? Also zumindest können wir noch nichts hier mit diesen Dingern anfangen. Ein bisschen bedrohlich mit dem Sack über dem Kopf, aber ja zumindest freundlich vom Auftreten her. Also okay. Kratz, kratz. Okay. Ja, wir müssen einmal nach links, runter, links, rechts oder so ähnlich. Sorry, großer Pilz. Ah.
es ist schon süß, ey. Auch mit der Karte und es ist schon echt geil. Auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehen und ein bisschen uns im Kreis bewegen, aber... Ach, guck mal hier. Aber nee. Wie kannst du denn eigentlich eigene Marker setzen? Das ist praktisch. Sehe ich die auch hier? Ah, das ist cool. Okay. Okay, das war dumm. Okay, hier runter. Da kam ich rechts auch nicht weiter, oder? Na gut, dann vielleicht links runter. Ne, kam ich auch nicht weiter. Oh, ich mag den ja, ne? Uns fehlt also auf jeden Fall irgendwas, damit wir mit den Dingern besser springen können. Haben wir jetzt noch Alternativen? Darunter kommen wir nicht. Kommen wir zur Nebelschlucht, hä? Haben wir hier denn noch Wege? Oh, du bist... Entschuldigung. Oh, du bist auf der Suche nach einem Leckerbissen. Ich bin auf einen einzigartigen kleinen Pilz gestoßen, der direkt über uns wächst. Ich habe ihn nur in dieser Station gefunden und er schmeckt himmlisch. Ja, gut, ja. Dieser Ort muss einst ein großer Knotenpunkt gewesen sein. An der Grenze zweier Länder. Der Nebel auf einer und dieser Wucherung auf der anderen. Keiner der beiden Orte scheint sehr einladend, also bleibe ich hier, solange meine Leckerbissen reichen. Ja, ja. Willow, komm jederzeit vorbei, obwohl ich die Ruhe in dieser Station mag. Ist etwas Gesellschaft immer angenehm? Ja, ja. Willow, ach wie süß. Also generell ganz toll gemacht. Also von den ganzen Charakteren her, ich find's... Ah, Mann. Da ist die Station. Ja, dann müssen wir nochmal zurück zu den ganzen Quallen. Run, run, run. Ach, die Bank.
Die Bank, die Bank, die Bank dankt. Wer kennt es nicht? Da ging es nicht weiter. Eine Rakete, hm? Aber hier muss es doch eigentlich irgendwo weitergehen, oder? Hier vielleicht? Okay, hier waren wir noch nie. Nein, ich spring. Oh Gott. Okay, wir werden sterben. Okay, wir haben wieder... No! Verdammt, echt? Okay, hier haben wir jetzt gerade echt eine Sackgasse. Wie blöd. Ja, es ist gerade ein bisschen knapp. Aber hey, wir haben es geschafft, da durchzukommen gerade. Das ist doch auch ganz geil eigentlich. Gab es hier denn noch eine Alternative? Ah, ich will echt nicht mehr lang. Hier ist doch auch. Ich habe gerade kurz überlegt, ob man das vielleicht wegschießen kann, das Ding da unten. Wir können es gerne mal eben ausprobieren. Ausprobieren. Wenn die Gegner jetzt wieder da sind, können wir einmal gerne kurz sammeln. Ja, ärgerlich, dann kommen wir wieder nicht weiter hier. Schade, war jetzt so eine Idee.
Ah, da geht's nach oben. Ah. Hallo. Siegel von Heilands Nest. Kennen wir auch schon, ne? Genau, jetzt haben wir zwei Stück, okay. Es ist ein sehr unzufriedenstellendes Gebiet, ja. Und mehr ist hier nicht. Das war dumm. Das war richtig dumm gerade. Oh. Okay, notiert er mich selber, das sah nicht wie ein legit Weg aus. Hier waren wir doch schon, ne? Damals. Und hier kamen wir auch nicht weiter. Okay, irgendwas hat es mit diesen komischen Wänden hier auf sich. Also wir sind noch nicht so weit, als dass wir hier uns fortbewegen können. Vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz... Ich habe ja keine Karte. Kann ich ja gar nicht. Shit. Grünweg. Also irgendwas fehlt uns, ne? Boah, fuck. Was war da ganz links? Ah, es ist halt ein bisschen doof. Ich weiß nicht mehr so richtig was. Ja, da ging es auf jeden Fall nicht weiter, ne? Komme ich da nicht rüber? Ja, mir gehen ein bisschen die Alternativen aus gerade, ne? Bin ich ganz ehrlich. Rechts wäre das. Was ist denn da oben links? Also hoch und immer links. Was kommt denn da?
Da war der See. Hm. Sollen wir mal zu unserem Jäger gehen, mal eben? Oh, das ist aber gemein. Ah, gehen wir mal eben zum Jäger. Vielleicht reicht das dem ja schon für eine kleine Belohnung, oder? Alter! Ich hab A gedrückt, ich sag's euch. Beim zweiten Mal auf jeden Fall. Beim ersten Mal können wir drüber streiten. Alter. Okay, das war jetzt, Verarsche. Sagen wir's mal so. Nicht so ganz meine Schuld. Okay. Es ist halt ein bisschen blöd, wenn man nicht so wirklich viel sieht, teilweise. Sowas. Sowas. Mit Doppeltreffer, nice. Okay, das mit dem Ranhuschen ist auch nicht so die geilste Idee. Ich bin ein bisschen zu offensiv, glaube ich, gerade. Grünweg. Die Wege werden länger, ne? Sagen wir es mal so. Wir müssen unbedingt immer auf Bänke gehen. So, hier hoch, hier hoch. So, sehr schön. Noch weiter hoch. Sehr schön. Und dann sind wir schon da, ne? Sehr schön. Ja, wenn man es weiß, ist okay. Oh, damit haben wir den auch gemeistert, okay. So, hier oben ist eine Bank, dann nehmen wir die mal mit, sicherheitshalber. Okay, wir atmen mal kurz durch. Es wird ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen weiß ich halt nicht so hundertprozentig. Oh, Entschuldigung. Wo es lang geht. Na, es ist jetzt nicht so. Oh, wenn der einbüßt. Es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, jo, klar, wir haben jetzt das und das bekommen. Damit können wir jetzt perfekt da und da lang gehen. So ist es leider nicht. Es ist eher so, hä? Thank you.
Aha. Dann ist jetzt hier irgendwo rechts. Die Musik schon. Juro Noctuba. Kleiner Knirps, du magst schon einige, aber nee, erst der Anfang. Steigere weiter hinab und entdecke das Innere der Welt und jage das Leben, das du findest. Okay. Klar, wenn der gruselige Sechsäugige das sagt, dann machen wir das doch. So, wo wollten wir hin? Also ich wollte meinen Schatten töten, glaube ich. Yay. So, und dann einmal komplett nach links. Genau, und immer weiter nach links. Ups. Ups. Oh Gott, die sind auch gemein. Oh. Es ist aber halt wirklich nochmal, es ist fantastisch. Also es ist... Ups. Ich spiele das Spiel nicht, weil ich nichts anderes habe. Ich hätte genug Spiele, die ich spielen kann. Trotzdem spiele ich genau das hier. Und das hat schon seine Gründe, glaub mir. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gemeistert haben, hier die kleinen. Für und wieder, ne? Auf der einen Seite muss man warten, bis er nah ran ist. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass er nicht zu nah kommt. So. Noch ein Raum weiter, okay. Ach, da war doch irgendwas mit Dornen, oder? Wie süß der nach oben guckt, oh Mann. Dann stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch gerade. Da oben rechts vielleicht, aber... I don't know. Ups. Okay. Wie kommt man da hin?
Guck mal, hier waren wir noch nicht. Oh Mist, da habe ich jetzt verträumt in die Karte geguckt. Okay, Hirschkäferstation ist erstmal nicht verkehrt. So, schön entspannen. Ups, und weg hier. Da oben rechts könnte es noch weitergehen. Oh Mann, es ist schon cool. Also nochmal, es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Und es macht mir... tatsächlich auch Lust auf Ori and the Wild Forest. Das habe ich auch noch nie gespielt. Ciao. Okay, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Hallo, neues Gebiet, ich weiß nicht, wo ich bin. Auf jeden Fall nicht falsch, sagen wir es mal so. Ja, großer Fehler. Erst einen besiegen, auf einen fokussieren, damit man dann nicht mehr das Kreuzfeuer hat. Okay, das war klar. Aber holy crap, es ist schon jetzt vom... Das ist schon ein hohes Niveau, oder? Also es war jetzt schon hart, finde ich jetzt. Aber wir scheinen da richtig zu sein. Zumindest waren wir da noch nie. Oh Gott, das mir... Gerade nicht, sorry. Oder ist da? Ne, hier, ne? Genau, an dem Ritter vorbei. Hier hoch, hier rechts. Ach Gott, hier. Ach, ich bin immer noch eins zu niedrig, oh Gott. Ja, da war ich da wirklich noch gar nicht, ey. Guck mal, hier oben, no way. Okay, auch gemeistert, sehr schön. Thank you.
und dann muss man hier oben rum und man... Oh Gott, da kommt man nur hier hoch. Also nicht runterfallen. Okay. Bin wieder da. Ist ein ganz schön langer Weg. Warum hinterlassen wir so einen gruseligen Geist? Da steckt auch noch mehr hinter, oder? Alter. Alter, ich bin aber... Baldur-Panzer. Ja, wir können nochmal den Weg gehen. Geht mal davon aus. Okay, machen wir es ganz feige. Mein Gott. Puh, okay, war das ein Talisman? Tatsächlich. Beschützt den Träger beim Fokussieren von Seele mit einem harten Panzer. Der Panzer ist nicht unzerstörbar und zerbricht bei zu viel Schaden. Heißt also, wenn wir unseren Fernangriff triggern. Aber habt ihr gesehen, dass hier ganz viele von den Dingern sind? Guck mal. Okay. Ja, ein Talisman, nice. Ein Finde-Talisman, das ist auch cool. Alter. Das ist doch verarsche, ne? Nicht böse gemeint, aber es ist auch schon auf dieser Plattform, wenn man dann so weggetriggert wird. I don't know. Okay, hier ist nix. Macht die Geräusche, als wäre da eine Raupe, ne? Ist auch gemein. Ich will nämlich Raupen retten. Nicht zurück. Okay. Heißt das dann, es geht hier nicht weit? Doch, nee. Hier ist ja nur der Raum. Okay. Hier ist der Raum, aber hier ist ja auch nichts, ne? Das ist eine Raupe! Ich weiß halt nicht, wie krass die versteckt sind, ne? Ob wir jetzt echt da irgendwo im Fall nach links müssen oder so.
hier denn jetzt nichts? Oder? Guck noch einmal oben. Ich weiß, ich bewege mich gerade im Kreis, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einfach gar nichts ist in dem ganzen Gebiet. Also mein Talisman ja, aber... Kein Progress. Okay. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Können wir noch einmal zum See gehen. Links, weiß ich nicht. Hier war der Kampf gegen Hornet. Für aufmerksame Abenteurer wie uns. So spannend und aufregend. An diesem Ort ist man entweder wachsam oder tot. Ja, uns fehlt aktuell der Ort, an dem wir weiterkommen, ne? Wir hängen jetzt so gefühlt überall fest. Es ist so warm hier drin schon wieder. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, so hitzewallungsmäßig oder Wechseljahre. Dann muss ich hier vielleicht mal nach oben gehen. Geht das irgendwie? So, hier war der Kampf. Okay. Ich würde halt sagen, die Kamera müsste ein bisschen weiter rauszoomen manchmal, damit man sieht, was vor einem kommt. Gehen wir zur Käferstation. Wir gehen nochmal zur Stadt. Vielleicht ist da ja irgendwas Neues. Verändert hat, seit ich das letzte Mal hier war. Das Grün wächst so wild, dass die Station wohl bald von ihm verschluckt werden wird. Begierig darauf, die Hirschkäferweg zu bereisen, hüpfe einfach auf die Plattform, gib mir das Signal und wir machen uns auf den Weg. Okay, ja, wie gesagt, nur ich weiß aktuell nicht so richtig, wo... Ah, ich liebe dieses Laufen. Ich weiß nicht, wo uns der Weg hinführt, also wo es weitergeht aktuell. Da bin ich ein bisschen überfragt. Aber es ist nicht schlimm.
Ich gehe mal. Ups. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Weg finden werden. Mein Verständnis mag etwas vage sein, aber unter den grün bewachsenen Höhlen befindet sich ein pilzgewachsener Hain, eins der Zuhause von friedlichen Kreaturen. Nicht ganz Käfer und nicht ganz Pflanze. Also er will, dass wir zum Pilzhain gehen, ja? Patemos, Gio! Patemos, Gio! Ich mag seinen Mantel, den der anhat. Sehr cool. Was für ein armseliges kleines Dörfchen. Ja, ich gehe bald wieder weg. Oh, du bist neu? Tiso, bleiches Ding. Du führst diesen Nagel mit Leichtigkeit. Wenn du auf der Suche nach einem Kampf bist, wirst du keinen würdigen Gegner in diesem verfallenen Bau finden. Ich habe gehört, dass es unten eine Arena geben soll. Eine für solche wie uns. Triff mich dort, wir werden dein Können auf die Probe stellen. Ich werde bald herabsteigen. Komm und finde mich, wenn du es wagst. Hi, Lanznest. Welche Herausforderer warten uns in dessen Ruinen? Cassetto, bueno. Tiso. Eine Steintür mit einem einfachen Schloss. Kann man nicht einen Schlüssel kaufen bei... Moment mal. Nee, hier, ne? Hier, oder ein Schlüssel, oder? Korrigiert mich. Patemos, Gio! 950. Hätten wir mal nichts in die Bank gepackt, ne? Gut, wir müssen also zu den Pilzen. Top. Das hilft mir nur bedingt weiter, tatsächlich. Ja. Müssen wir mal gucken. Aber da wären sogar. Da wäre Platz für Hornet. Auf dem Hirschkäfer. Ich sag ja nur. Ja. Pilzöde. Also hier sind wir schon richtig. Wir sollen hier schon hin. Aber. Hier und dann in der Mitte irgendwie wieder runter. Macht das Sinn? Also hier jetzt rüber. Da waren aber schon Dornen, das habe ich gesehen. Ich weiß es halt nicht, ne? Ah, geil. Hier schon. Kann uns vielleicht der Kartograf was sagen? Oh nein. Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet in unserem Geschäft, den Mistmund? Jetzt zu einem exzellenten Preis erhältlich. Conifer. Okay, der ist also nicht mehr hier. Zubi. Der ist schneller fertig als wir mit den Gebieten.
Ich dachte gerade kurz, dass wir vielleicht damit die Dornen kaputt machen können oder so. Wieder ein Eintrag vervollständigt, okay. Aber hier ist auch einfach gar nichts, ne? Also wirklich gar nichts, was uns irgendwie vorwärts bringt. Huch. Das war mein Kabel. Hm. Sind wir wieder hier? Das war nicht die Talismane, oder? Was war da rechts nochmal? Ne, das war bei dem lila Ding im ersten Gebiet, bei der verlassenen Wegekreuzung, wo die Talismanplätze kaufen konnten. Ich verstehe nicht ganz, warum das... Also normalerweise müsste man doch das, was auf der Karte eingezeichnet ist, gut erreichen können, oder? Achso, man darf auch nicht... Ah, das ist gemein. Das ist... Oh mein Gott. Fragt nie wieder, was ich gegen Pilze habe oder so. Also hier ist eine fette Tür. No way. Das war das Grab des ältesten Königs, okay. Ja, ja, wir müssen gerade ein bisschen... Alter, das ist aber auch... Ich habe mich nicht versteckt, weißt du? Nur ein Nickerchen, bevor ich weiterziehe. Bald werde ich wohl noch tödlicheren Bestien begegnen, also muss ich meine Stärke wahren. Mach's gut, mein abenteuerlicher Freund. Ja, ja. Und hier kommen wir halt einfach nicht weiter, ne? Und da unten aber auch nicht.
Links wäre jetzt nur noch, aber wir bewegen uns gerade so ein bisschen im Kreis. Wir machen gerade das gleiche immer wieder. Wir gehen noch einmal nach links und dann gucken wir beim nächsten Mal, wo es weitergeht. Geschenkte Heilung, okay. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder da, wo der Marker ist, oder ganz unten, oder... I don't know. Alter. Alter. Komm nicht nochmal. Man muss sehr fokussiert sein auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Wir gehen mal hier lang. Wir gucken noch die beiden Wege nach rechts jetzt von hier aus. Also einmal da unten, wo der Marker ist. Dann müssen wir nochmal ganz runter, da links und da rechts. Das hilft uns nur alles nicht weiter, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Oh Mann. Ich verstehe halt nicht so richtig, wie die Dinger funktionieren sollen. Ja, das war's. Damit sind wir am Ende. Dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Gut, machen wir eine Pause beim nächsten Mal, starten wir durch und ich gucke nochmal, ob ich irgendwas finde. Bis zum nächsten Mal mit Hollow Knight. Ich bin begeistert, alles gut, aber gerade die Wegfindung... Wir haben eigentlich nur den Schattensprung bekommen und ob der jetzt irgendwo die Lösung ist, ich habe keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal mit Hollow Knight. Ciao, Leute. Und dann hoffentlich mit weniger Toten. Ciao.